Da die Hebebühne ein immenses Eigengewicht besitzt, sollten Sie sich, wie später gezeigt, geeigneter Gerätschaften bedienen, um die Hebebühne aus Ihrer Verpackung zu holen. Überprüfen Sie während des Auspackens den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Vorsicht! Benutzen Sie auf keinen Fall Ihre Hände für den folgenden Schritt. Heben Sie die Hebebühne mit geeigneten Geräten leicht an, um die Hydraulik- und Druckluftschläuche aus der Hebebühne zu hebeln. Benutzen Sie dafür am besten einen Schraubenzieher. Achten Sie beim Wiederablassen darauf, dass die Kabel auf keinen Fall eingeklemmt werden. Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Anschlusskabel. Lösen Sie den Y-Stecker vom Hydraulikschlauch. An der Seite des Kontrollpults ist eine Öffnung zum Herauslegen der Anschlussschläuche. Nachdem Sie das Kabel herausgelegt haben, befestigen Sie wieder das Y-Stück. Ziehen Sie alle Motoren am Y-Stück fest, dass später keine Hydraulikflüssigkeit austreten kann. Nachdem Sie Hebebühne und Kontrollpult in die spätere Endposition transportiert haben, montieren Sie das Y-Stück an der Hebebühne. Ziehen Sie die Verschraubung fest an. Obwohl die Druckluftleitung nur gesteckt wird, hält sie fest. Zum Lösen muss der blaue Verschluss heruntergedrückt werden. Überprüfen Sie zur Sicherheit alle Leitungen im Kontrollpult. Aus gegebenem Anlass empfehlen wir, geeignetes Hydrauliköl direkt kostengünstig über uns zu beziehen. Thank you.
füllen Sie auf keinen Fall mehr als die angegebene Menge von maximal 12 Litern in den Tank der Hebebühne. Das Öl sollte nach Möglichkeit bis zur Mitte des markierten Bereichs gehen. Die gezeigten Ventile haben unter anderem Einfluss auf die Hebegeschwindigkeit der Hebebühne. Sie sind vom Werk aus optimal eingestellt. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung. Das Klacken der Sicherung ist ein normales Betriebsgeräusch beim Hochfahren. Bitte überprüfen Sie, ob die Sicherung auf beiden Seiten gleich aufliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, biegen Sie die entsprechende Seite leicht nach, bis es der Fall ist. Bitte beachten Sie, dass die Hebebühne vor dem Herunterfahren kurz nach oben geht. Achten Sie darauf, die Hydraulik- und Druckluftzuleitungen nicht einzuklemmen. Die Sicherung wird während des Herablassens per Druckluft angehoben. Lösen Sie die Manschette für die Schlauchsicherung. Produktionsbedingt ist es möglich, dass diese etwas scharfkantig ist. Ein kurzes Bearbeiten mit einer Feile oder Umwickeln mit Isolierband reicht aus. Für zusätzliche Sicherheit der Leitungen können Sie die Hydraulik- und Druckluftleitungen mit Isolierband im Bereich des Ausgangs umwickeln. Schrauben Sie nun die Manschette wieder an. Zur Montage der Auffahrrampen lösen Sie zunächst die zwei Schrauben an den ausziehbaren Stützen. Nun können Sie die Stütze vollständig herausziehen. Thank you.
einen der beiden Sägeringe der Befestigungsstange, um die Befestigungsstange herauszuziehen. Nach der Befestigung montieren Sie wieder den Sägering. Achten Sie darauf, dass er korrekt in der Nut sitzt. Nun können Sie die Stütze wieder hineinschieben. Sollte dies nicht so einfach gehen, demontieren Sie zunächst die Rollen. Vergessen Sie nicht, die beiden Befestigungsschrauben wieder hineinzudrehen. Wir empfehlen das einmalige Fetten der Rollen bei der Montage. Lösen Sie dafür zunächst den Sägering und ziehen Sie die Rolle von der Halterung. Verteilen Sie das Fett, zum Beispiel mit einem Schraubenzieher, innerhalb der Rolle und montieren Sie sie wieder. Sollte die Rolle haken, kann es helfen, den Haltestift kurz mit Schmirgelpapier zu bearbeiten. Achten Sie darauf, dass die Ober- und Unterplatte der Hebebühne genau aufeinander liegen. Dies ist normalerweise ab Werk der Fall. Sollte es nicht der Fall sein, können Sie diese Schrauben lösen, um die Unterplatte relativ zur Oberplatte zu verschieben. Wir empfehlen, die Kunststoffgleitkufen nicht zu fetten. Dies ist nicht nötig. Folgende Bilder dienen nur dem Überblick über die Hebebühne.